Herzlich willkommen zum Athletiktraining der Münchner Fußballschule mit der Manuel Neuer Gedächtnis-Reklamierhand sowie der Manuel Neuer Grätsche. Wir machen heute ein Athletikprogramm, das irgendwo im mittleren Bereich anzusiedeln ist. Das heißt, es ist jetzt kein Anfängerprogramm, das ist klar. Es ist jetzt auch kein Profiprogramm, eben wie der Name sagt, irgendwo im mittleren Bereich. Die Übungen sind teilweise natürlich schon ein wenig anspruchsvoll, das wird man sehen. Ich werde aber auch bei den einzelnen Übungen was dazu sagen, dass man das ein oder andere Mal auch ein bisschen anpassen kann. Das ist ja immer was Individuelles natürlich auch. Der eine sagt vielleicht, bei der speziellen Übung, auch wenn sie jetzt irgendwo im mittleren Bereich angesiedelt ist, da kann ich nochmal ein paar Sekunden draufpacken. Der andere sagt, nee, das haut bei mir noch nicht so hin. Aber dann kann man natürlich auch gerne darauf individuell reagieren und das ein bisschen zurückschrauben. So, was wir machen ist also Folgendes. Es soll ein Athletiktraining sein, das man zu Hause für sich selber machen kann, mit einem Aufwärmprogramm, mit einem Hauptteil, dem kleinen Athletiktraining sozusagen, mit den Übungen und hinterher noch einem kleinen Cooldown, wobei wir da jetzt heute nicht so sehr darauf eingehen werden, das dann in einem extra Video machen werden. Nämlich das Cooldown wird daraus bestehen, dass man ein Blackroll-Programm durchführt. Da gehe ich jetzt nur kurz verbal darauf ein und machen dazu mal ein extra Video, in dem ein Blackroll-Programm vorgestellt wird. Im Aufwärmen, seht ihr gleich, habe ich einen Ball. Was wir brauchen ist Ball, Hütchen. Hütchen muss natürlich nicht sein, irgendwas, eine Markierung halt darstellt. Ich habe hier einen Hocker mit dabei, den brauchen wir für das Athletiktraining, ein normaler Badezimmerhocker. Sowas haben eigentlich die meisten zu Hause in der Regel irgendwo rumstehen oder eine kleine Anhöhung. Wir machen darauf eine Stützübung, also muss ein bisschen was aushalten können. Einen Stuhl. Ich habe ein Miniband zu Hause, von zu Hause mit eingepackt. Da gehen wir danach noch kurz darauf ein, was die Alternative wäre, wenn keiner ein Miniband zu Hause hat. Und was man hier noch sieht, ist ein Medizinball. Der hier hat 5 Kilo, muss aber überhaupt nicht sein. Den habe ich mal nur mitgenommen, um bei der einen oder anderen Übung eine Option aufzuzeigen, wie man denn die Übung noch ein bisschen schwieriger gestalten könnte. Das kann jetzt auch ein 2, 3 Kilo Medizinball sein. Also da ist man völlig frei. Und wir starten mal mit einem Aufwärmprogramm. Dafür brauchen wir einen Ball, wir brauchen ein Hütchen. Was wir also machen, machen wir hier noch ein bisschen Platz. Wir wärmen uns mit einer Fußballtechnik auf, mit Standtricks, die wir in der Münchner Fußballschule ja sehr stark hegen und pflegen und auch permanent weiterentwickeln. Warum machen wir das? Weil diese Standtricks, wenn man sie ineinander hängt, wir machen das aber heute sehr einfache, haben einen entscheidenden Vorteil. Wir wollen jetzt hier nicht so darauf schauen, dass hier die Technik super ausgeführt wird, darum geht es ja hier nicht, wir sind hier im Athletiktraining und nicht in einem Techniktraining, aber diese Standtricks haben den großen Vorteil, dass sie auch von der Koordination, von der Beweglichkeit, von der Geschicklichkeit, von der Hüftbeweglichkeit zum Beispiel im Speziellen auch einen gewissen Anspruch haben und dementsprechend sich super eignen, um sie zu Hause für sich ins Aufwärmprogramm mit reinzunehmen. Und wir kombinieren diese Techniken, diese Standtricks dann immer mit ein paar athletischen Übungen, um so ein bisschen Spannung aufzubauen, bevor wir dann in die eigentliche Training-Session hineingehen wollen. Wir starten also hier, wir legen mal den Ball hier hin, gehen wir noch ein bisschen zurück, damit ihr das sehen könnt, so ungefähr. Also wir starten mit Ziehen, Vorlegen im Wechsel. Wir legen den Ball jetzt also hier zum Beispiel auf die linke Seite hin. Dann machen wir 6-mal Ziehen, Vorlegen, 3-mal rechter Fuß, 3-mal linker Fuß und hängen 3 Handbox frontal dran und wiederholen das Ganze dann. Also 6-mal erst die Standtrickkombination Ziehen, Vorlegen im Wechsel. Rechts Ziehen, Vorlegen, Ball ein bisschen runterlassen, links Ziehen, Vorlegen. 3-mal, hopp, 4-mal, hopp, 5-mal, hopp. 6-mal Ball liegen lassen und jetzt gehe ich nach vorne weg und mache 3 Handwalks vorwärts. Ich gehe ein bisschen schräg, damit ihr das auch sehen könnt. Also hier nach vorne gehen, Füße nachschieben, hopp, zweiter, hopp, 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 hopp. Ich habe jetzt hier nicht mehr Platz, wir machen noch einen dritten dran. 3 Handwalks also vorwärts gehen, wer den Platz nicht hat, so wie ich, weil man nur 2 machen kann beispielsweise, der geht halt kurz zurück und macht noch den dritten oder dreht da vorne um und macht den dritten in diese
Richtung hinein. Das Ganze wiederholen wir dann nochmal, also noch eine zweite Serie sozusagen, dran ziehen, vorlegen, abziehen, vorlegen, abziehen, vorlegen, abziehen, vorlegen, abziehen, vorlegen, abziehen, vorlegen, anhalten, drei Handbox nach vorne. Dieses Ziehen, Vorlegen hier habt ihr jetzt vielleicht gesehen, wenn ich das mache, Ziehen, Vorlegen, jetzt mache ich so Trippelschritte auf der Stelle, hole den Ball wieder raus. Ich bin also auf den Zehenspitzen oben, ich muss ein bisschen mit der Hüfte mitgehen, plus diese Handbox, also wunderbar zum Aufwärmen, schöne kleine Schritte auf der Stelle, Beweglichkeit, Geschicklichkeit, wie ich es vorher erwähnt habe, also schon ein gewisser Anspruch an die Koordination auch und dann eben noch eine athletische Übung dran gehängt zum Aufwärmen. Das nächste ist, wir nehmen den Standtrick Ziehen Fußwechsel her, machen den auch 6 Mal und machen dann diese Handwalks von eben nur rückwärts. Die kann man dann schön auf der Stelle machen. Dann machen wir dann auch 3 Stück und auch hier wieder 2 Serien. Also Ziehen Fußwechsel, ich fange jetzt hier auf der linken Seite an, ist aber unerheblich. Ziehen Fußwechsel, 3 Mal, hopp, 4 Mal, hopp, 5 Mal, hopp, 6 Mal. Ball anhalten. Die Handbox rückwärts, das kann man jetzt gut auf der Stelle machen. Man geht wieder in den Schritt hier rein. Die Hände gehen jetzt zu den Füßen hin, zügiger Tour. Hopp. Jetzt lasse ich mich einfach nach vorne wieder reinfallen, gehe wieder in den Schritt hinein. Zweites Mal, gehe wieder nach vorne in den Schritt hinein. Und ein drittes Mal. Aufstehen, nochmal eine zweite Serie mit den Standtricks. Ziehen Fußwechsel, 3 Mal. 4 Mal, 5 Mal, 6 Mal und die 3 Handbox rückwärts dranhängen. Das nächste ist eine kleine Standtrick-Kombination, nichts Schwieriges, von 2 verschiedenen Standtricks, ziehen, vorlegen, ziehen, zurück. Auch das machen wir 6 Mal und gehen dann nach vorne mit 6 Mal einem Animal Walk. Wenn der Platz nicht ausreicht, zeige ich dann gleich, kann man da auch eine schöne Drehung mit einbauen, was ein bisschen noch einen zusätzlichen Anspruch schafft. Ziehen, vorlegen, ziehen, zurück. Ziehen, vorlegen, zweites Mal, hopp, hopp, drittes Mal, hopp, 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 viertes Mal, hopp, fünftes Mal, hopp, sechstes Mal, anhalten mal. Hier zählt also ziehen, vorlegen, ziehen, zurück als eine Wiederholung. Wir brauchen also 6 Mal diese Kombination. Ball liegen lassen, Animal Walk frontal, das heißt, wir gehen in folgende Position hinein. Also zum Stütz hinein. Jetzt schauen wir, dass wir, den Popo hinten rausschieben, den Rücken so halbwegs gerade haben. Und jetzt gehen wir diagonal nach vorne. Rechter Arm, linker Fuß geht zeitgleich nach vorne und macht einen Schritt. Zweiter Schritt, dritter Schritt, umdrehen und das Ganze mal zurück. Also hier, hopp, 1. Hopp, 2, hopp, 3, hopp, oder habe ich sogar Platz, 4, hopp, 5, hopp, und die 6. Vielleicht ist es dem einen oder anderen aufgefallen, ich habe hier jetzt die Handflächen immer kurz nach oben genommen, bevor ich sie wieder absenke, wenn ich also in diese Position hier reingehe. Das haben wir auch schon mal bei den Fördertrainings mit eingebaut, wer die von mir gesehen hat. Da habe ich dann darauf schon hingewiesen. Also hierher gehen und jetzt, wenn ich diesen Schritt mache, nehme ich die Handfläche so nach oben, hopp, und bringe sie wieder sanft nach unten mit Gefühl. Das hat den Effekt, dass die Übung ruhiger wird. Es ist eine höhere Anforderung an die Stabilität im gesamten Körper, weil sie einfach länger braucht. So, wenn ich natürlich jetzt, wenn ich zügig einfach gehe, hopp, 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 dann hat die natürlich auch einen gewissen Anspruch auf die gesamte Körperspannung hier auf dem Core-Bereich und natürlich auf die Spannung der Beine, der Hüfte, Rücken, Schultern, da ist ja alles mit dabei. Aber wenn ich eben wirklich die Handflächen noch nach oben nehme und mir für diese, Bewegung mehr Zeit nehme, dann wird der Anspruch natürlich auf das gesamte Korsett wesentlich höher. Das ist doch keine Frage. Also das heißt, ich gehe her, auf Handfläche hoch, sanft runter, Handfläche hoch, sanft runter, langsam runter. 6 Stück nach vorne, dann nochmal das Ganze wiederholen. Also diese Standtrick-Kombination, wir ziehen vorlegen, ziehen zurück, eine Wiederholung, insgesamt 6 Stück und nochmal diese Animal Walks nach vorne wiederholen. Auch hier also
zwei Serien. Das nächste ist dann, dass wir ziehen Fußwechsel, unser Standtrick Nummer 2, den wir beim zweiten Teil hatten, hernehmen und den mit ziehen zurück kombinieren. Auch hier 6 Stück. Und dann machen wir 4 Telemark-Schritte nach vorne. Ich zeige es einfach mal. Also zunächst diese Standtrickkombination: ziehen, Fußwechsel, ziehen, zurück, ziehen, Fußwechsel, ziehen, zurück, hopp und 3, hopp und 4, hopp und 5, hopp und 6 und fertig. So, dann gehen wir irgendwo hin, machen 4 Telemark-Schritte. Wir nehmen die Hände jetzt mal hier nach oben. Ja, schauen, dass wir die Schulterblätter nach hinten ziehen. Augen geradeaus, Brust raus, Spannung in die Körpermitte rein. Einfach einen großen Telemark-Schritt. Runterdrücken, hopp. Zweiter, hopp. Runterdrücken, hopp. Dritter, hopp. Runterdrücken. Und noch einen vierten dran setzen. Zurückgehen, das Ganze wiederholen. Und nochmal diese 4 Telemark-Schritte dranhängen. Und genau, damit auch eine zweite Serie starten. Die vorletzte Geschichte, bevor wir in die Mobilisation reingehen. Jetzt brauchen wir das erstmal nicht mehr. Wir machen einfach nur einen Adduktoren-Walk, so nenne ich das. Das heißt, wir gehen in diese klassische Adduktoren-Dehnübung oder Dehnhaltung bzw. besser hinein. Also hier diese Stelle, Füße zeigen gerade nach vorne. Hände nehmen wir jetzt hier in die Hüfte rein. Jetzt dehne ich das Ganze hier an, auf der Seite hier. Sagen wir für 5 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1. Jetzt gehe ich in eine tiefe Skifahrerhocke hinein, parallel und wieder reindehnen. 5, 4, 3, 2, 1. Tiefe Hocke, 3, 2, 1. Reindehnen. 5, 4, 3, 2, 1. Tiefe Hocke, 3, 2, 1. Jetzt geht es in die Richtung hinein. Dafür muss ich ganz kurz erstmal in diesen Schrittstellung hineingehen. 5, 4, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Rübermarschieren. 5 Sekunden. Nochmal einen letzten Schritt dranhängen. Das heißt, dreimal in diese Richtung andehnen. Dreimal in diese Richtung andehnen. 5 Sekunden andehnen. Hocke für 3 Sekunden halten. Achtet darauf, wenn man es von der Seite sieht. Gehe ich mal hier hin, wenn wir von der Seite hier in der Position sind, dass man da nicht so schlampig rumhängt, dass es nicht alles so rumwackelt, keine Wasserpflanze, sondern Schulterblätter nach hinten, Popo hinten durchschieben, damit der Rücken hier gerade ist. Jetzt gehe ich in die tiefe Hocke, Augen geradeaus, hopp, und 5 Sekunden halten, hopp, und 3 Sekunden die Hocke. Genau, dann haben wir den Adduktorenwalk, so nenne ich das, hinter uns. Und dann haben wir also 5 schöne Aufwärmübungen hinter uns gebracht. Und dann sollte der ganze Kreislauf schön warm sein. Was wir jetzt, und mit Sicherheit wird das auch sein, weil hier diese ganzen kleinen Schritte auf der Stelle hin und her mit dem Ball, hier die Stabilisationsübung, da passiert was im Körper. Und man merkt ja auch, wenn ich rede, speziell auch nach diesen Standtrickübungen, da kommt dann die, ja, ganz banal gesagt, die Pumpe wird angeworfen. Danach machen wir 3 Mobilisationsübungen. Wer mich kennt, kennt auch die Übungen. Denn es sind eigentlich, oder nicht nur eigentlich, es sind meistens dieselben. Und zwar fange ich immer an mit dem klassischen Pendeln. Das heißt, wir setzen uns jetzt irgendwo hin, legen uns ab. Hände werden seitlich abgelegt, Kopf wird abgelegt. Hier im Kniebereich jetzt auf 90 Grad achten. Füße schließen, auseinander ablegen. Und wir pendeln also jetzt in dieser 90-Grad-Stellung zur einen Seite, kurz bevor der linke Fuß den Boden berührt, ziehen wir ihn auf die andere Seite rüber. Hier das gleiche, nicht berühren, kurz vorher Seite wechseln, langsame, kontrollierte Bewegungen hin und her gehen. Weil ich es immer wieder sehe, manche machen das dann so, haben den Kopf da oben und sind dann hier so angespannt. Ein Satz, den ihr von mir sehr, sehr häufig hören wird, ablegen den Kopf, denn es ist eine Mobilisationsübung, natürlich für die Wirbelsäule, für den Hüftbereich und nicht, hier gibt es gar nichts zu machen, also völliger Blödsinn. Zudem ist das eine wirkliche Stress-Situation für die Halswirbelsäule. Wenn ich in der Situation auch so da hänge und dann
in seiner Hohlkehle hier. Das ist ein totaler Käse. Stress raus aus der Halswirbelsäule, schön ablegen und entspannt hin und her pendeln, fünfmal pro Seite. Zweite Mobilisationsübung, wir gehen in den Schlitz. In der Stützposition schieben wir den linken Fuß unter dem Körper durch, bringen jetzt das Becken mit gestreckten Armen hier nach unten und bevor es den Boden berührt, gehen wir wieder nach oben, gehen wir wieder in den Schlitz. Andere Seite, runterschieben, hoch, andere Seite, runterschieben, hoch, andere Seite, runterschieben, hoch. Auch hier 5 pro Seite. Ihr müsst jetzt hier nicht den perfekten Liegestütz haben. Da möchte ich auch mal später noch bei der Einnahmeübung auch was dazu sagen. Da wird dann immer gesagt, dass man eine schöne, klare, saubere Linie drin haben muss. Da bin ich ein bisschen anderer Meinung. Warum, werde ich euch später noch mal bei einer anderen Übung erklären. Das Entscheidende ist auch hier wiederum der Einfluss dieser Mobilisationsübung. Was will ich damit eigentlich? Und damit möchte ich eben hier im Beckenbereich, Wirbelsäulebereich, Hüftbereich, hier möchte ich alles mobilisieren, beweglich machen, geschickt machen, ein bisschen werden auch so Tiefenmuskeln angesprochen, das will ich haben und ich möchte jetzt keine Diskussion darüber führen, ob nun der Stütz in der Ausgangsposition perfekt ist oder nicht. Ja? Das dritte ist, ich nenne es immer eine wunderbare Mobilisationsübung für die Hüfte, ich nenne es immer über die Hüfte aufstehen, das heißt, wir gehen in folgende Position, hier jetzt, ich fange mit dem Fuß an, linker Fuß ist hier innen. Den kriege ich gerade nicht zum Boden runter, wie ihr seht, weil ich hier schön verkürzt bin zurzeit, weil ich mich am Wochenende ein bisschen intensiver sportlich betätigt habe und nicht ausgedehnt habe. Der zweite Fuß ist hier vorne, der wird angefasst und jetzt ohne die Hände zu Hilfe zu nehmen, gehe ich über das linke Knie hier nach oben. Also hopp, Schwung nehmen, jetzt wenn ich in der Position bin, drücke ich das Becken nochmal ein bisschen nach vorne, setze mich wieder ab. Hopp, hoch damit, hopp. Absetzen, hopp, hoch damit, hopp, absetzen, das machen wir 6-mal auf der Seite, Fußwechsel, 6-mal auf der anderen Seite. Dann sind wir auch mit dem Mobilisationsprogramm soweit durch. Habt ihr Aufwärmen und Mobilisationsprogramm erledigt, dann macht ihr bitte eine kurze Trinkpause von circa 2-3 Minuten ungefähr. Und dann können wir auch schon mit der eigentlichen Training-Session starten. Wir brauchen zunächst, muss auf den Plan schauen, wir brauchen zunächst diesen Badezimmerhocker. Wer jetzt keinen Hocker zur Verfügung hat, kann das theoretisch einfach nur auf dem Boden machen, zeige ich gleich. Oder auf einer Treppenstufe beispielsweise machen, da geht das auch. Die erste Treppenstufe unten zum Beispiel oder die zweite, dritte, die eignen sich für das auch wunderbar. Badezimmerhocker ansonsten verwenden oder ein niedriger Stuhl geht auch zum Beispiel. Ich brauche nämlich was, wo ich das außen so schön greifen kann. Und zwar machen wir eine Liegestütze auf diesem Hocker und heben dabei noch danach immer eine Liegestütze, die Beine abwechselnd im Pendel ab. Und zwar sieht das folgendermaßen aus. Also hier den Hocker hinlegen, in die Liegestützposition gehen. Jetzt schon schauen, dass man dann schon in einer anspruchsvollen Position ist. Hier Hände außen. Jetzt mache ich einen Liegestütz ab, runter. Und jetzt pendeln die Beine. Rechter Fuß nach oben, hopp, linker Fuß nach oben. Dabei gehe ich über die Zehenspitze des stabilisierenden Beines, rolle ich so nach oben wie so ein Langläufer, der diesen Schritt nach hinten wegdrückt. Das kopiere ich so ein bisschen und danach mache ich wieder einen Liegestütz. Also machen wir 2-3 Rollen vor. Liegestütz runter, rauf und hochdrücken, eine Grätschen, Liegestütz runter, ab, hoch und Liegestütz runter, rauf und hochdrücken und hochdrücken und so weiter. Das Ganze machen wir für 45 Sekunden. Wir brauchen uns jetzt also nicht damit zu beschäftigen, wie viele Wiederholungszahlen wir haben, sondern machen jetzt einfach 45 Sekunden und fertig. Und ob jetzt dann einer hier, jetzt übertreibe ich mal, nur 3 Wiederholungen hinbekommt, oder ob einer, jetzt übertreibe ich auch hier, 45 Wiederholungen hinbekommt, es ist völlig irrelevant. Das Entscheidende ist immer,
Sauberkeit in der Ausführung. Das heißt, tendenziell sind mir wenige Wiederholungen lieber als jemand, der sagt, dann habe ich 45 Wiederholungen gemacht, dann weiß ich in 45 Sekunden, wie soll das gehen? Ja, das ist dann nur schlampig und hingerotzt. Das soll es nicht sein, sondern langsam ausführen, sich Zeit lassen, damit ein Anspruch auf Kraft, auf Stabilität entsteht, ja, entstehen kann. Ich muss dem Ganzen Raum geben und dafür muss ich jetzt hier die Zeit nehmen, um alle Muskeln zu aktivieren, die ich brauche. Ja, ganz, ganz wichtig, lasst euch Zeit dafür, führt sauber und korrekt aus. Jetzt komme ich zu meiner Diskussion zurück, die ich beim Aufwärmen kurz geführt habe. Ja, muss denn jetzt nicht diese Liegestützposition, ob es jetzt hier oder am Hocker, schön gerade sein? Das wäre natürlich der Idealzustand, das ist keine Frage. Also mit gerade, glaube ich, ist klar, in der Position, dass ich jetzt nicht so da stehe und auch nicht so da stehe, sondern dass das halt halbwegs gerade ist. Das ist eine Diskussion, die wird sehr, sehr intensiv geführt. Ich finde persönlich jetzt in der Geschichte Folgendes. Natürlich sollte die Lendenwirbelsäule nicht durchhängen. Wir sollten nicht in einen Hohlrücken fallen. Das ist selbstredend. Nur, die andere Geschichte, ob das jetzt in einer perfekten Linie ist, weil jemand die muskulären Voraussetzungen schon perfekt hat und damit das auch wirklich halten kann während dieser Übung, oder ob jemand noch einen leichten Buckel, nenne ich es jetzt mal, einen leichten Hügel im Popo drin hat, das halte ich jetzt in der Übung nicht für so relevant. Denn wir schädigen die Wirbelsäule damit auf gar keinen Fall. Und zweitens, was habe ich denn für einen Anspruch? Ich möchte den Anspruch hier bei den Liegestützen auf die Trizepsmuskulatur, Schulter, Brust, Rückenmuskulatur haben. Und natürlich durch diese Stützgeschichte will ich natürlich hier auch den Chorbereich festigen. Und der Chorbereich, der hat hier in der Position, jetzt übertrieben gesagt, oder in einer nicht so schönen Position oder in der perfekten Position, so oder so immer einen Anspruch. Und derjenige, der einfach schon ein Top-Athlet ist, für den muss es natürlich die Linie sein. Wobei die Linie immer das Risiko birgt, dass er bei der 20. Wiederholung vielleicht ein bisschen in den Hohlrücken reinfällt, was dann aber auch nicht so dramatisch ist. Und derjenige, der eben hier noch nicht so gut ausgeprägt ist, der macht sogar, von dem sage ich sogar, macht bitte sogar einen leichten Hügel am Popo, damit eben der Hohlrücken auf keinen Fall entsteht und der Anspruch auf deinen Chorbereich ist ja dennoch der gleiche wie beim Top-Athleten. Ja, deswegen finde ich, sollte man sich da auch ein bisschen mehr entspannen und ja, gleichwohl natürlich darauf achten, dass man nicht in diesen Hohlrücken fällt. Das ist natürlich das Entscheidende. Übung 1. Übung 2. Wir brauchen jetzt einen Ball. Wir brauchen wieder ein Hütchen. Wenn einer kein Hütchen zur Verfügung hat, dann ist das nicht so dramatisch. Dann nehme ich zum Beispiel, ja, weiß ich jetzt auch nicht, eine kleine Erhöhung, zum Beispiel ein Kissen würde sich jetzt auch gut eignen, wer zu Hause das Ganze macht. Was wir machen, wir machen dynamische Standwagen mit einem Ball in der Hand und legen diesen Ball immer auf diesem Hütchen ab. Das kann also auch so ein Kissen sein, ein bisschen höher ist, und dann lege ich es halt auf diesem Kissen ab. Auch nicht so dramatisch. Wer ein Hütchen hat, soll es nehmen, weil natürlich der Anspruch ein bisschen größer wird, weil ich muss dann schön langsam auf diesem Loch hier, das Hütchen hier ja, oben hat, ablegen. Also, mit dem linken Fuß an. Position muss man herausfinden. Es sollte so sein, dass wir das schon erreichen, aber auch kein Kinderspiel ist, irgendwo den Mittelweg wählen. Das heißt, ich teste es mal. Das sollte ungefähr funktionieren. Ich schaue mal, das ist jetzt so ein halber, ja, vielleicht so ein dreiviertel Meter ungefähr müssten das sein. Also das heißt, ich gehe in diese Standwagenposition hinein, halte den Ball gestreckt von meinem Körper. Jetzt mache ich eine Standwaage, kippe nach unten. Oh ja, ich bin wunderbar. Zack, ablegen den Ball, hopp, und nach oben gehen. Kann jetzt gerne hier die Hände auch gegen gleich machen, ist jetzt in dem Fall aber nicht unbedingt ein Muss. Gehe wieder nach vorne mit beiden Händen, hole den Ball hoch und hier, hopp, und wieder nach vorne, langsam runter und wieder hoch. Das Ganze mache ich für 45 Sekunden pro Bein. 45 Sekunden linkes Bein, Pause von 45 Sekunden bis eine Minute ungefähr. Und dann nochmal 45 Sekunden rechtes Bein das machen. Übung Nummer 2. Ich werde am Ende des Übungsprogramms nochmal kurz wiederholen, welche Übungszeiten, welche Pausenzeiten, wie viele Serien überhaupt. Darauf gehe ich nachher noch ein bisschen. Übung Nummer 2, die dynamischen Standwagen mit Ablage des Balles auf dem Hütchen. Übung, eine wunderbare Übung, kurz zur Idee dahinter, eine wunderbare Übung für diese
berühmte Beinachsenstabilität, hier ein gutes Gleichgewichtsgefühl kommt mit dazu. Das nach vorne gehen natürlich immer auch, auf die Oberschenkelrückseite geht das Ganze. Auch wieder der ganze Körper ist mitgefordert. Das meiste, was ich damit halt erreiche, ist eben diese Beinachsenstabilität. Jetzt hier einfach wirklich stabil zu sein und nicht da wegzukippen. Plus natürlich das nach vorne strecken und wieder ab. Da wird natürlich der ganze Körper wieder mitgefordert. Übung Nummer 3. Wir nehmen jetzt das Miniband. Suchen uns eine Position. Das Miniband kommt jetzt einmal um die Oberschenkel drüber. Wir machen eine Brücke, also eine Bridge, einen Beckenlift machen wir. Füße werden angefasst hier auf der Position. Ungefähr jetzt zu 90 Grad. Und jetzt gehe ich nach hinten, gehe nach oben. Ja, jetzt habe ich also hier hinter der Oberschenkelseite Gesäß, unterer Rücken, der auf Spannung und auf Zug ist. Die Hände kann ich jetzt nach oben nehmen, muss ich aber nicht. Ich kann sie auch einfach jetzt hier erstmal ablegen, je nachdem, wie das jetzt auch dem entsprechenden Niveau angepasst werden soll. Und jetzt bringen wir in der Position das Becken, ich mache es mal so, langsam nach unten und hopp, schnell hoch. Langsam nach unten, hopp, und schnell hoch. Hopp, langsam nach unten, hopp, und schnell hoch. Das heißt, wir machen ein Training eben für die Rückseite. Wer jetzt kein Miniband zu Hause hat, kann das auch entweder mit einem anderen Band machen, mit einem dünnen Seil zum Beispiel, um ein bisschen so mehr Zug noch reinzubringen. Das Miniband hat natürlich eben den Vorteil, dass es elastisch ist. Das ist ja der Witz an der Geschichte, sodass auch noch zeitgleich eben die Abduktoren arbeiten müssen, die Oberschenkelaußenseite, das rausziehen müssen. Ansonsten auch gerne, wenn einer da gar nichts zu Hause hat, dann macht das halt ohne dem und nur langsam runter und schnell hoch. Langsam runter, schnell hoch. Warum? Indem ich kann es ja auch langsam machen. Das geht natürlich auch. Hier ist jetzt einfach die Idee dahinter, dass der Fußballer ja hier uns im Kopf rumschwebt mit seiner Belastungsstruktur. Und seine Belastungsstruktur ist eben eine dynamische, eine spritzige oft. Ja? Dieses zack, schnell weg. Die hinteren Seiten sind klassische Sprintermuskeln. Sie sorgen für diese Zugbewegung. Und das heißt, das ist natürlich eine Muskulatur, die schnelle Bewegungen aushalten lernen muss. Ganz banal gesagt. Und das bedeutet also, lieber langsam runter, schnell hoch. Ja, weil ich dann quasi diesem Sprintschritt sehr, sehr in der Beweglichkeit oder in der Bewegungsausführung näher komme, als wenn ich langsam dynamisch rauf und runter mache. Man kann ja diese Brücke auch nur statisch halten. Das ist dann aber eher bei den Anfängern anzusiedeln, um überhaupt mal hier Muskulatur aufzubauen. Wer dann schon ein bisschen was hat, kann es auch gleichbleibend im Tempo machen, eben langsam. Und wer schon sich ein bisschen fitter fühlt oder aber eben auch mal zur Variation, auch mal langsam runter, schnell hoch, langsam runter, schnell hoch, ja, um diesen Sprintschritt die Muskeln für diesen Sprintschritt irgendwie, sage ich mal, zu kopieren, ja, um diese Bewegung zu kopieren, nicht die Muskeln, das war falsch ausgedrückt, die Bewegung ein bisschen näher zu kopieren, zu imitieren. Vierte Übung, wir machen, ich schaue auf meinen schlauen Plan hier. Oh ja, jetzt brauchen wir einen Stuhl. Ich mache es mal so eine Seite vor. Wir machen lockere Skaterjumps mit einbeinigen Kniebeugen. Die einbeinigen Kniebeugen auf einem Stuhl, die hat der eine oder andere bestimmt schon gesehen oder auch gemacht. Und zwar schauen die hier folgendermaßen aus. Und damit fangen wir auch an. Wir müssen nämlich testen, wie weit der Abstand zum Stuhl ist. Das ist also diese Geschichte hier. Ihr Fuß ist hinten aufgelegt. Hoppala, wenn ich jetzt in der Position bin, hüpfe ich noch mal ein bisschen nach vorne, damit der Kniewinkel mir größer wird. So fühlt es sich gut an. Hände kommen jetzt nach vorne oder sind einfach hier. Augen geradeaus, Nacken nach hinten, schieben Brust raus, Schulterblätter nach hinten. Und jetzt mache ich eine Kniebeuge nach unten. Wir brauchen es deswegen, weil, wenn ich jetzt den optimalen Abstand zum Stuhl herausgefunden habe, gehe ich einen großen Grätschritt auf die linke Seite, jetzt in dem Fall. Jetzt machen wir einen ganz lockeren, sogenannten Skaterjump auf rechts, landen auf dem einen Bein, stabilisieren diese Bewegung aus, bringen den linken Fuß auf den Stuhl und machen diese einbeinige Kniebeuge, nach unten Fuß in der Luft lassen, Skaterjump zurück, Skaterjump wieder in diese Richtung, von vorne starten. Also, wir probieren es mal.
Also lockerer Skaterjump, ganz wichtig, jetzt keine explosive Bewegung, das brauchen wir nicht. Dann hier den Fuß ablegen, hier hopp, einmal Kniebeuge oder die Geschichte hier, Fuß oben lassen in der Luft, hopp, lockerer Skaterjump, ausstabilisieren, hopp, lockerer Skaterjump, ausstabilisieren, suchen, hopp, hopp, hinten raus, Kniebeuge runter, hopp, und lockerer Skaterjump stabilisieren, hopp, lockerer Skaterjump, dabei die Hände mitnehmen, hopp, hinten raus, hopp, Kniebeuge und runter. Ich kann jetzt auch die Hände gerne gleich so lassen und wieder runter und das Ganze dann wieder von vorne. Hier machen wir 10 einbeinige Kniebeugen pro Seite. Also ich mache jetzt hier rüber, eine Kniebeuge, zurück, rüber, zweite Kniebeuge, zurück, rüber, dritte Kniebeuge und so weiter. Und danach wechseln wir die Seite, müssten also dann den Stuhl hier rüber schieben. Ich suche wieder mit dem rechten Fuß jetzt die optimale Position, springe hier rüber, springe hier zurück, Fuß hinten drauf, Kniebeuge mit dem anderen Fuß. 10 und 10 pro Seite. Wunderbare Übung, wir haben ein bisschen Koordination dabei, wir haben Gleichgewicht dabei, wir haben Beinachsenstabilität dabei, wir haben die einbeinige Kniebeuge dabei, also Oberschenkel, Vorderseite, Oberschenkel, Rückseite ist immer mit dabei, Gesäß, Ganzkörperstabilisation, weil ich muss ja allein diese Jumps hier ausbalancieren. Hier wird der Chorbereich wieder extrem gefordert, Schultern sind mit dabei, das ist eine wunderbare ganzheitliche Übung und so quasi nebenbei trainieren wir Oberschenkel und Gesäß so ein bisschen mit, denn das ist eigentlich das Hauptziel und das andere packen wir quasi noch so mit rein. Weg damit. Wir brauchen wieder den Fußball. Wir machen etwas für den Rücken und zwar suchen wir uns jetzt eine Wand, gehen gleich in Bauchlage und machen eine Kombinationsübung mit 5 und 5 Wiederholungen. Das heißt, wir machen 5 mal die eine Übung, 5 mal die andere Übung. In Summe das Ganze für 45 Sekunden bis hin zu einer Minute. Also wir gehen hier in die Bauchlage, sodass wir ungefähr so eine Dreiviertel der Armlänge weg von der Wand sind. Kann man ja dann auch hinterher nochmal anpassen. Das sieht man dann selber. So, jetzt die Oberschenkel kommen weg vom Boden, die Zehenspitzen sind aufgestellt. Und jetzt prelle ich den Ball an die Wand 5 Mal. 1, dabei sind die Ellbogen in der Luft. 2, 3, 4, 5. Und jetzt werfe ich den Ball hier vor mir selber hoch und fange ihn wieder auf. Dabei drehe ich den Ball, so ich bringe ihn so eine Rückwärtsrotation rein. Und das mache ich auch 5 Mal. 1, 2, 3, 4, 5. Dabei gehen die Füße, habe ich vergessen zu sagen, bei jedem Wurf mit nach hinten hoch. Und dann bringe ich es wieder in diese stabile Position. 1, 2, 3, 4, 5. Und 1, 2, 3, 4 und 5. Ablegen, Oberschenkel weg. 1, 2, 3, 4, 5. Und wieder von vorne beginnen. Eine klassische Übung für die Rückenmuskeln, untere Rückenstränge sind gefordert, speziell ein Turnaround, bei diesem Ball nach oben schmeißen und die Füße gehen mit hoch, dann komme ich ja jedes Mal in diese Bewegung hinein, wo der Rücken gestreckt werden muss. Das Prellen, aber auch das Werfen erfordert was für die Schultern, für die obere Rückenmuskulatur, also auch da alles irgendwo mit dabei. Wenn ich den Ball an die Wand prelle, und die Zehenspitzen auf dem Boden sind und die Oberschenkel weg vom Boden sind, dann wird auch der Popo noch ein bisschen mit angespannt. Minimal, aber auch der muss ein bisschen was leisten und somit eine wunderbare Übung. 45 Sekunden bis hin zu einer Minute, 5 und 5 im Wechsel. Und wie viel halt dann immer dabei rauskommen, kommen halt dabei raus. Auch hier nicht stressen, sauber ausführen und das Ganze wirklich auf die Technik achten, sozusagen, dass das alles sauber läuft. Denn am Ende mache ich ja 45 Sekunden diese Position in irgendeiner Form und damit ist der Anspruch auf den Rücken 45 Sekunden groß. Ob dabei jetzt wieder viele Wiederholungen vorne in der Wand rauskommen und ist nicht so relevant. Aber ich habe eine schöne Kombination dabei und durch dieses Turnaround bringe ich noch einen anderen Anspruch mit rein in die untere Rückenmuskulatur. Wunderbar. Vorletzte Geschichte. Wir machen einen klassischen Plank. Nehmen dazu wieder unseren Badezimmerhocker her. Wer jetzt das eben nicht hat, der kann jetzt für das auch alles mit dem Stuhl machen. Sollte ein bisschen niedriger sein oder mit einer niedrigen Couch ging es auch. Ich mache es jetzt mal mit dem hier. Wir machen einen Plank
vor diesem Hocker und berühren den mit jeder Hand immer dreimal ein Stück. Ich zeige es euch mit rauf und runter, rauf und runter, rauf und runter, Wechsel der Arm, des Armes, und das ist es dann schon, das Ganze wieder für 45 Sekunden. Also hier kann man in die Plank-Position gehen und in diese Position jetzt 1 runter, 2 runter, 3 runter und dann die andere Seite. Links, 1, 2, 3. Das mache ich eben dreimal rechts, dreimal links für insgesamt 45 Sekunden. Der Vorteil von diesem Touch auf dem Ding ist, dass ich nicht nur im statischen Plank bin, sondern der Vorteil ist, dass ich eben immer leicht die Körperseite aufmachen muss. Ich muss, wenn ich jetzt hier bin, hier wird es wie gesagt aufmachen. Und damit ist es mir eine total liebe Übung für den Fußballsport, denn da muss ich ja die geraden Bauchmuskeln, die Körpervorderseite, wann habe ich die denn im Fußballsport statischer Natur? Also wann laufe ich denn wie ein Roboter durch die Gegend? Oder ist es mehr so ein Aufdrehen, ein Laufen? Dann kommt der Gegner, der schiebt, ich muss ihn wegschieben, ich habe den Ball dabei und so weiter und so fort. Das heißt, wir brauchen natürlich im Fußballbereich ganz stark die Körpervorderseite, den Chorbereich, aber wir brauchen ihn eigentlich auf eine dynamische Weise. So, deswegen ist das eine tolle Übung, weil der Anspruch durch das Einarmige generell ja erhöht wird, und durch das leichte Aufdrehen habe ich noch so eine seitliche Bewegung mit dabei, die dem Fußballsport definitiv näher kommt, als wenn ich statisch bin. Natürlich ist es so, bei Anfängern soll der Plank immer häufig oder immer wieder mal statisch ausgeführt werden, vor allem bei totalen Anfängern, und dort versuchen, schrittweise sich in der Ausführungszeit anzunähern, an eine höhere Zeit einfach, damit natürlich eine Basis aufgebaut wird. Wir gehen ja jetzt in dem Programm davon aus, dass wir eine Basis haben. Statischer Plank, 30, 45 Sekunden, ist für uns jetzt hier in dem Programm kein Problem mehr. Und dann kann ich das, den Anspruch erhöhen, indem ich ihn praktisch nur einseitig mache mit leichtem Aufdrehen, und erfülle dadurch noch den Zweck, dass ich fußballspezifischer für die Belastung des Fußballs hin trainiere. So, auch hier wieder derselbe Hinweis, den wir schon beim Liegestütz vorher hatten. Wenn jetzt jemand im Plank hier nicht wie ein Brett eben ist, ja, weil vielleicht durch diese Übung, die dann doch ungewohnt ist und der Anspruch höher ist, als er es gewöhnt war vom statischen Plank, und er deswegen ein bisschen einen Hügel wieder in der Mitte im Beckenbereich bildet, ja, und nicht schön eben da ist, dann finde ich das persönlich überhaupt kein Problem, denn trotzdem ist der Anspruch für ihn hoher und er läuft mir nicht in die Gefahr, in den Hohlrücken reinzufallen, was wesentlich schlimmer wäre während dieser Zeit. Von dem her gesehen, lieber so. Idealerweise wäre es natürlich immer schön eben, aber manchmal kriegt man es halt einfach auch nicht hin, oder die Übung ist noch nicht so bei jemandem intus, dass er das gleich hinbekommt. Von dem her gesehen finde ich das nicht so problematisch. So, letzte Geschichte. Da kommt jetzt der Medizinball eventuell ins Spiel. Ich nehme ihn gleich dazu. Wer keinen Medizinball jetzt hat, kann das auch mit einem Fußball machen oder nimmt zum Beispiel eine Hantel von zu Hause, nimmt diese Hantel dann so außen an den äußeren Griffen, ist es ja nicht hier, an dieser Metallstange außen. Es muss irgendwas sein, was er mit beiden Händen dafür greifen kann. Ich habe jetzt hier 5 Kilo, das können aber auch 2, 3 Kilo sein. Da muss man auch so ein bisschen schauen für sich selber, wo ist der Anspruch bei einem. Ein reiner Fußball ginge zur Not auch, ein Gewicht wäre gut. Ja, es kann auch ein schwerer Stein sein aus dem Garten oder irgend sowas her, auch das funktioniert. Und zwar machen wir das sogenannte Holzhacken, nennt man diese Übung. Ich mag diese Übung sehr gerne, weil wir praktisch einen Anspruch haben, wie ich es vorher auch schon erklärt habe, auf den Chorbereich, auf den Stützbereich im Ganzen, und aber auch noch ein schnellkräftiger Schritt mit dabei ist und somit auch dem gedient wird, dass wir praktisch im Fußball ja die Belastungsstruktur eben so haben, wie sie halt eben ist. Und wir haben schnellkräftige Bewegungen, und die müssen mit Zug und mit Spannung im Körper ausgeführt werden. Und da ist die wunderbar. Wir nehmen den Medizinball. Von der Idee ist es also folgende. Wir gehen so eine Schrittstelle, stellen die Beine so auf, nicht Schrittstellung, das ist falsch, parallele Stellung. Beine sind ein bisschen mehr als hüftbreit. Jetzt nehme ich den Medizinball nach oben, strecke den Körper, gehe auf die Zehenspitzen, und jetzt eben der Holzhacker. Ich bringe diesen Medizinball mit Explosivität nach unten, bremst ihn irgendwo hier in dem Bereich ab und setze mit den Füßen dabei einmal um. Also komplett strecken, auf Spannung gehen und abbremsen
und wieder nach oben. Ausgangsposition suchen, Spannung aufbauen, komplett strecken, Stress aus dem Nacken raus und ab und runter und abbremsen. Ab, aufhören, ab und abbremsen. Runter, abbremsen, den Bauch schön dagegen spannen, umsetzen, diesen explosiven, schnellen Schritt quasi zu imitieren, zu kopieren, Spannung im ganzen Körper halten, achtet darauf, dass der Stress aus dem Nacken ein bisschen rauskommt und dann diese Übung durchführen. Und wie gesagt, ein Gewicht oder ein Stein oder sowas tut es eben auch. 45 Sekunden auch diese Übung. Dann sind wir mit dem Programm soweit durch. Ich fasse zusammen jede dieser Übungen, die wir jetzt gemacht haben. Hocker auf Liegestütz. Die dynamischen Standwagen mit dem Ball ablegen auf dem Hütchen. Der Beckenlift mit dem Miniband drumherum. Langsam runter, schnell hoch. Die Skaterjumps mit den einbeinigen Kniebeugen auf dem Stuhl. Wobei, ne, halt stopp, die nehme ich raus. Die nehme ich wieder weg. Dann das Ball prellen lassen und prellen an die Wand und diesen Turnaround machen. Dann den Plank mit dem Dreifach-Touch und das Holzhacken. Jede diese Übung, 45 Sekunden. Wer sich da besser fühlt, kann das auch schon bis hin zu einer Minute mal ausprobieren. Es sollte aber nie die Ausführungsqualität darunter leiden. Also nichts Schlampiges machen, keine Hohlrücken etc. Schauen, dass das also passt. Die Skaterjumps mit den einbeinigen Kniebeugen auf dem Stuhl. Hier machen wir 10 rechter Fuß, 10 linker Fuß. Deswegen habe ich die von der Regel sozusagen ausgenommen, denn die sind anders zu betrachten. Ansonsten jede Übung 45 Sekunden bis hin zu einer Minute. Die einbeinigen Kniebeugen 10 und 10. Danach 3 Minuten Pause, was trinken, durchschnaufen und eine zweite Serie starten. Nochmal also das Ganze von vorne. Wer sich nicht danach fühlt, wer sagt, das reicht mir jetzt, der macht nur eine Serie. Zwei Serien wäre super. Die ganz Fitten unter euch könnten auch nochmal eine dritte Serie dranhängen. Alles Entscheidende ist immer, die Ausführungsqualität darf nicht leiden. Das heißt, ich kann auch jetzt eine dritte Serie dranhängen und mache zum Beispiel nur 30 Sekunden Übungszeit in der dritten Serie. Dann habe ich trotzdem nochmal einen Anspruch dran, war nochmal was drauf, muss aber nicht mehr in derselben Länge arbeiten, um eben die Ausführungsqualität nicht zu gefährden. Zwischen den Übungen jeweils immer dieselbe Pausenzeit einhalten, wie geübt worden ist. Also 45 Sekunden üben, 45 Sekunden Pause. Eine Minute Pause wäre jetzt dann auch okay. Völlig in Ordnung. Ja, dann nochmal 45 Sekunden Übung, wieder die Pause von einer Minute ungefähr einhalten. So oder zwischendrin. Zwei Serien, vielleicht noch eine dritte Serie und dann sind wir eigentlich soweit durch. Am Ende bitte eine Black Roll nehmen und ein Black Roll Programm durchführen. Wir werden dazu bald ein Video veröffentlichen, wie so ein Black Roll Programm ausschauen soll. Die meisten kennen das aber eh schon. Es gibt noch ein paar Sachen, die ich immer gerne noch dazu baue zum klassischen. Das möchte ich dann auch mal separat zeigen. Ansonsten Oberschenkel, Vorderseite, Hinterseite, Außenseite, Adduktoren, Gesäß, Wade, unterer Rücken, ein bisschen ausrollen. Es gibt noch zwei, drei Zusatzübungen, aber die stellen wir nochmal separat vor. Die sind jetzt dann nicht so weltbewegend, dass man jetzt sofort darauf hinweisen müsste. Aber das Black Roll Programm noch nutzen. Jeden Muskel 6, 7, 8 Mal langsam ausrollen. Ja, wir sind beim Ausrollen, also muss das Ausrollen langsam stattfinden. Lasst euch Zeit dafür, dabei locker durchatmen, entspannen. Und danach, ganz wichtig, viel trinken. Einerseits, weil wir jetzt trainiert haben. Zweitens aber noch was, was viele vergessen oder viele nicht wissen. Durch das Black Roll Programm wird nach dem Training zwar einerseits die Muskulatur geglättet, jetzt nenne ich es mal ganz banal so, das ist wesentlich komplexer, ist klar, die Faszien etc. brauchen wir jetzt nicht drauf eingehen, aber ich mache das Ganze wieder einigermaßen glatt und geschmeidig. Aber es wird auch Flüssigkeit aus dem Gewebe hinausgepresst, das wir eigentlich bräuchten, um dann die Regeneration und den Adaptionsprozess einzuleiten. Deswegen nach dem ganzen Training noch ein paar, sagen wir so einen halben Liter mit einrechnen, zusätzlich zu dem, was ich eh trinken würde, um die Flüssigkeitsspeicher auch so weit wieder aufzufüllen, was durch das Ausrollen hinausgepresst wurde aus dem Gewebe. Genau. Und dann sind wir auch soweit durch. Ich verabschiede mich nach unserem mittleren Athletikprogramm mit dem Manuel Neuer Reklamierarm und mit der Manuel Neuer Grätsche. Ich wünsche euch viel Spaß beim Training. Wenn Fragen sind, runter in die Kommentarfunktion rein bei unserem YouTube-Kanal. Wir werden auch, das habe ich noch vergessen zu sagen, in dem YouTube-Kanal unten
bei den Shownotes, wie man das heute so schön nennt, in unserem Blog hinein verlinken. Auch dort wird das Video hineingepostet, unserem Videoblog von mfsfußballtraining.tv, denn dort wird dann auch das PDF, das Trainings-PDF, wo alles nochmal schriftlich festgehalten wurde, zum Download bereitgestellt. Bis dahin, macht es gut, Servus!